Heute gibt es von mir ein kurzes Video zur Philips Hue Iris. Die Iris ist eine Tischleuchte und die wurde mir zur Verfügung gestellt von der Seite MyTest bzw. von Philips. Und das Ganze habe ich kostenfrei bekommen, deswegen hier einmal erwähnt. Und ich soll das Ganze einmal mir anschauen, sprich ein Unboxing-Video machen. Von daher gibt es erst einmal die Verpackung. Die Iris ist halt eine Tischleuchte, die in verschiedenen Farben leuchten kann und über die App dabei gesteuert wird. Das Ganze geht über diverse Anbieter und natürlich auch über die eigene Hue-App von Philips. Die Tischlampe selbst hat 8,1 Watt, leuchtet damit mit einer LED-Lampe in einer Helligkeit von 570 Lumen. Dann packen wir das Ganze einmal aus. So. Also sehr schön im Karton verpackt. So bleibt auch alles heil. So, mal gucken. Intuitiv. Ich hole jetzt mal hier die Anleitung von der Seite raus. Die schauen wir uns gleich noch an. Und dann einmal die Lampe. Mit dabei ist ein Stromkabel, 8,1 Watt. Und schauen wir mal, wie lang das Kabel ist. Ja, ich schätze mal so 1,5 Meter auf jeden Fall. Weiterhin dabei das Netzteil. Das passt jetzt bei mir nicht ganz. Oder? Push. Könnte man es wechseln? Vielleicht passt es auch. Soll ich mal gleich ausprobieren. Auf jeden Fall, hier kommt es dann dran und dann leuchtet es. Jetzt sehe ich gerade, natürlich ist auch ein Netzteil dabei, was ich hierzulande nutzen kann. Sprich, ich tausche das einfach mal aus. Na, da muss ich es natürlich richtig reinmachen. Dann hält es auch direkt. Und das ist dann eher für einen anderen Raum. Mit dabei sind jede Menge Sicherheitsanleitungen. Was man machen darf, was man nicht machen darf oder was man machen sollte und was man nicht machen sollte in, ich glaube, fast jeder denklichen Sprache. Ja. Und natürlich die Gebrauchsanleitung, Benutzerhandbuch. Und das schauen wir uns jetzt gleich einmal an, wie wir die Lampe in Gebrauch nehmen. Also Strom anschließen, das haben wir schon, also den Stecker rein. Auf die App gehen, das werden wir gleich auch machen und das Ganze verbinden. Okay. Fangen wir mal an. Ich verbinde jetzt mal den Stecker in die Steckdose. Und siehe da, sie leuchtet sehr, sehr hell. Erst einmal in einem warmen Weiß bis Gelb. Ich zeige auch mal, wie das von der Seite aussieht. So, und jetzt schauen wir uns das mal mit der App an. So, ich habe jetzt also die Lampe an, sie leuchtet schon und das Ganze funktioniert halt auch ohne App. Jetzt gehe ich mal in die Philips Hue App und die sollte man sich natürlich vorher installiert haben, das Ganze mit der Hue verbunden haben. Wenn man das aber so wie bei uns schon hat und schon
einen Raum mindestens eingerichtet hat, dann geht man einfach auf Lampeneinstellung, neue Lampen hinzufügen. Ich möchte hier eine Leuchte hinzufügen. Und ich suche einfach mal. Er sucht jetzt nach Geräten. Und findet die Iris oder Iris. Dann mache ich mal das 1 weg. Machen wir jetzt erstmal nur eine. Enter. Jetzt haben wir die dazu. Und jetzt können wir die als ja, Table Watch beispielsweise, als Tischlampe. Ich glaube, es ist ja eine Tischlampe oder Table Watch. Die sieht zumindest so aus. Ich würde jetzt mal hier drauf drücken. So. Und mal gucken. Da haben wir schon. Gehen wir zurück. Ich füge sie mal unserem. Na, das ist auch zu einfach. Wohnzimmer hinzufügen. Haus. So, jetzt haben wir noch nicht diese mobile Lampe. Das ist nämlich eine andere bei uns. Zimmer bearbeiten und Leuchten verschieben. Wir haben halt hier die erstmal im Wohnzimmer jetzt. Da sage ich jetzt, die Iris ist mit dabei. Ich sichere das Ganze. Und sehe jetzt, dass ich die Iris an sich schon dabei habe. Ich kann also jetzt über die App sie auch ausschalten und einschalten. Ich kann diverse Szenen einstellen. Alles über die App. Ich zeige mal, wie das dann von der Seite aussieht. Ich habe jetzt mal das große Licht ausgemacht, habe jetzt nur noch diese Lampe an und wie gesagt, ich kann hier aus den ganzen verschiedenen Szenen wählen. Was ich auch machen kann, ich gehe hier hin und sage, okay, liebe Lampe, beziehungsweise das ist diese, das andere waren. So, wie gesagt, ich kann hier aus den ganzen verschiedenen Szenen wählen und kann hier verschiedene Eindrücke machen in verschiedenen Farben. Was ich auch machen kann ist, ich gehe hier hin und sage einfach, die Lampe soll eine gewisse Farbe annehmen. Ja. Oder auch die Helligkeit einzeln einstellen. Das alles möglich mit der App von Philips für die U-Lampen und im Gesamten, wenn man das dann schaltet mit dem kompletten Raum, sieht es jetzt hier ein bisschen, wir haben hinterm Fernseher leuchten, wir haben in einer Ecke eine mobile Lampe und jetzt neu die Iris oder Iris und so, die machen wir jetzt aus, nur an, machen die heller. So. Und da sieht man auch schon, jetzt müssen wir uns nur noch einen schönen Platz aussuchen, wo wir die Lampe aufstellen. So, ich teste nun einmal von der Philips Iris oder Iris die komplette Farbpalette durch. Damit fangen wir einmal mit der Szene Sonnenuntergang Savanna an. Die Tropendämmerung. Die Nordlichter, sehr schönes. Ja, ich sag mal türkisblau, Frühlingsblüten, entspannen, lesen, das ist natürlich relativ hell, konzentrieren, das ist ein bisschen mehr Weißton dabei, Energie tanken, hell, gedimmt und Nachtlicht.
Dazu nun einige andere Farben noch. Ich mache das Ganze mal wieder hell und gehe mal auf die anderen Farben, die alle noch möglich sind. Wie gesagt, ihr könnt da jede erdenkliche Farbe einstellen und den Raum, den Tisch, eine Ecke beleuchten. Ich fokussiere mal ein bisschen mehr auf die Lampe. So, das ist so ein bisschen grünlicher dann. In den gelben Bereich, roten Bereich. Na, rot. Rote Bereich, etwas mehr im orangenen, im helleren weißen, lila, bläuliche Bereiche, grünliche, also hier ist sehr, sehr viel möglich. Eine sehr schöne Lampe, für die es sicherlich bald noch einen ganz schönen Platz geben wird. Zumindest bei den Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier haben, wird sich da ganz bestimmt eine Ecke finden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und, wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.